Geliebter Lichtmensch, geliebte Menschenfamilie, wir werden nun uns einstimmen auf das Universum und unsere Energie erhöhen. Dafür bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen, denn in der Ausdehnung spürst du deine Kraft und deinen Frieden. Spüre auch, wie dein Verstand ganz ruhig wird und wie die Energie deines Herzens zunimmt und du jetzt die goldenen Strahlen der Sonne in deinem Herzen spürst. Deine Seele beginnt sich zu lösen und ist schon freudig dabei, sich für die Reise vorzubereiten. Denn ich möchte dich einladen in das Sternensystem von Proxima Centauri einzutauchen und dort diesen einen kleinen, wundervollen Stern zu entdecken, ihn energetisch wahrzunehmen. Und so lass dich von deiner Seele und deinem Bewusstsein tragen, über die Linien der Zeit, über die Linien des Universums, in Richtung Milchstraße, in Richtung Proxima Centauri. Und wie von ganz allein nimmst du ein helles Licht wahr. Dieses helle Licht strahlt der kleine Stern aus, welcher dich einlädt, dort einzutauchen in das Leben, in die Energie, welcher dich ruft, um dir zu sagen, hier ist alles schön, hier kannst du oder deine Kinder, deine Kindeskinder, hier dürft ihr leben. Und so lass dich einfach führen von deinen Visionen, von deiner Seele und nimm jetzt diesen kleinen Stern wahr, so wie er sich in diesem Moment für dich zeigt. Vielleicht nimmst du auch die Wesen wahr, die sich dort befinden, denn du bist nicht allein und du wirst auch herzlich willkommen geheißen. Man breitet dir einen energetischen Lichtteppich aus, der dich dorthin führt, zu einem Platz, welchen deine Seele ausgesucht hat. Und an diesem Platz wirst du erkennen, ob dieser kleine Stern für dich geeignet ist. Und du wirst auch erkennen, dass sich die Wesen jetzt dir nähern. Und sie bieten dir ihre Hilfe an. Spüre diese Energie und fühle hinein, wie sich diese Energie anfühlt, und bedenke auch, dass du gut geschützt bist, denn du trägst den Mantel von Smarana,
Und so begrüßen dich diese Wesen voller Liebe und sie zeigen dir ihren Planeten, ihren kleinen Stern. Und sie laden dich ein, eine Weile hier zu verbleiben. Und so nimm dir ein wenig Zeit, um all dies zu genießen. So hast du nun deine ersten Erfahrungen gemacht und Bekanntschaft mit den Wesen und mit diesem kleinen Stern geschlossen. Und vielleicht schenkst du allen Wesen dein Lächeln der Dankbarkeit für das, was du gerade erleben durftest. Und so nimmst du ein Bild, ein inneres Bild mit, von dem, was auf diesem kleinen Stern geschehen soll, wie du dort oder deine Folgegenerationen leben könnten. Und es ist ganz wichtig, dass du diese Visionen ernst nimmst, denn gerade in der aktuellen Zeit der Wandlung ändern sich die Technologien so schnell, dass jede Vision, die du mitbringst, dies alles unterstützen. Und so trägt dich deine Seele wieder über die Linien des Universums zurück in deine Dimension, in dein Hier und Jetzt. Bedanke dich bei deiner Seele für diese Reise, denn sie hat deinen Horizont erweitert, dein Bewusstsein vergrößert und deine Visionen gestärkt. Und dann komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder hier im Jetzt, in deinem Hier und Jetzt an. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ich hoffe, ihr konntet viele schöne Bilder erkennen. Wer dies nicht konnte, hat vielleicht eine Energie der Wärme oder der Freude und der Dankbarkeit erhalten. Auch das sind Botschaften, auch das sind Visionen. Und gerne dürft ihr mir unter dem Video schreiben, was ihr gesehen habt, wie es euch gefallen hat, was ihr für Visionen bekommen habt. Oder vielleicht, was sogar die Wesen zu euch gesagt haben. Ich freue mich schon drauf, das alles zu lesen. Ja, und wenn ihr immer die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, indem ihr hier draufklickt. Und ich danke sehr, dass du deine Zeit heute mit mir geteilt hast. Bis zum nächsten Video. Tschüss.